So, Freunde, und damit, ja, willkommen zurück zu Resident Evil Resistance. Ja, lange ist her oder so. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Wir sind jedenfalls wieder drin, zumindest für heute mal. Wobei, so lange kann es nicht her sein. So lange kann es tatsächlich nicht her sein, weil wir haben noch keine neuen Missionen hier. Okay. Ich glaube nicht, dass wir die Survivor-Quest heute machen. Vielleicht aber schon. Ich muss mal gucken. So, ich wollte auf jeden Fall erstmal, ne, erstmal Mastermind spielen. Und zwar mit dem lieben Nikolai eine Anfangsrunde. Mal gucken, was so läuft. Ich glaube, Nikolai ist gegen die wirklich guten Survivor momentan auch gefühlt der einzige Charakter, der irgendwas reißen kann in dem Game. Von dem her. Ja. Annette macht trotzdem Spaß. Aber gegen die guten Leute halt. Und ich habe das Gefühl, es sind teilweise wirklich auch nur noch die guten Leute übrig. Hat man da enorme Probleme. Auch Nikolai hat enorme Probleme, wenn man halt wirklich gegen eine Gruppe macht. Von dem her müssen wir da mal schauen. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Und machen mal ein paar Runden. Und später habe ich mir gedacht, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Heute haben wir sozusagen Nachmittag für uns. Da können wir dann noch ein bisschen DVD dann vielleicht spielen. Und dann gehe ich Rennmäuse füttern für eine Stunde. Fütter mich selber wahrscheinlich auch nochmal irgendwie. Guck noch ein Video und dann spielen wir Sims. Das ist der Plan für heute. Mal gucken. Wir schauen mal. So, die Benze, die freuen sich auch, dass ich wieder endlich livestreame hier. So, was ist hier eigentlich los? Muss ich Region wechseln auf irgendwas? Nee, 2 von 5. Wird schon irgendwie gehen. Schlimmer ist die Wartezeit in DVD, kann es auch nicht sein. Nur DVD macht so, dass es dir gar nicht sagt, wie lange du wartest. Das ist natürlich auch eine Taktik. Oder wenn es wirklich gar nicht geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute freiwillig Mastermind spielen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist was ganz, ganz, ganz Merkwürdiges. Vielleicht muss ich wirklich Region wechseln? Als ob die Leute Mastermind spielen. Ich dachte, die hassen das alle. Hab ich gehört. Naja, wir gucken mal. Wie gesagt, noch viel schlimmer als in DVD kann es teilweise gar nicht sein. Also, mal schauen. Toll, einer ist wieder rausgegangen. Was ein Lappen. Was ein Lappen. Wenn wir wirklich keine Lobby finden, dann versuche ich mal Region zu wechseln. Bin zwar eigentlich der Meinung, dass es nicht nötig sein sollte, aber gut, vielleicht schon. Und notfalls spielen wir Survivor. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. So ein paar Samuel-Runden wären irgendwie mal wieder nice. Ich habe es wahrscheinlich schon so halb verlernt, weil ich schon so lange kein Survivor mehr gespielt habe. Okay, ich würde wirklich vielleicht gerne die Region wechseln. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das eine sinnvolle Entscheidung wäre. Und mir fällt auf, ich muss noch. Ja gut, da hat man noch Zeit. Ich muss noch meine Punkte ausgeben vom Steam Summer Sale. Ich habe mir ja was im Summer Sale auch gekauft. Und zwar hatte ich mir Resident Evil 2 geholt gehabt. So, ich gehe mal hier raus. Komm. Ich da mal kurz neu und wechsle die Download-Region. Wenn wir dann immer noch nichts finden, dann gucken wir mal. Und ich habe mir Resident Evil 2 geholt und noch ein anderes VR-Game, das ein bisschen Minecraft-artig ist. Das würde ich auch noch gerne mit euch spielen. Allerdings muss ich da nochmal was testen, weil ich das Spiel noch nicht so ganz verstanden habe, glaube ich. Das würde ich auch nochmal gerne machen, bevor ich es dann euch präsentiere und wir das zusammen dann spielen. Da muss ich noch irgendwie herausfinden, wie das funktioniert. Und dann können wir das mal machen. So ein paar Grundsachen hatte ich schon herausgefunden. Ich liebe dich. Oh, Majestic Ray. Ich liebe dich auch. I love you too. So, we are currently switching download region because I can't find any players. So, let's see. Apparently people still love to play Mastermind, even though everyone says it sucks. Very weird. Ich liebe dich. Huh. How are you doing, Majestic? How are you doing?
Mir fällt auch gerade ein, ich wollte noch für Sims eine Sache machen. Do you like the new patch? Which one? Was there another one? Do you mean the Molotov and Sam Nerf thingy? Patch? That sounds fine to me. It's good, but I still got wrecked with a net. It's weird. Valerie nerf, yeah. It's not that OP anymore to play Valerie, but it's still annoying. So, let's see if you can find a match now. If we can't, then I guess I play Survivor. So weird. Now I'm on UK London. Yeah, but the Valerie nerf was necessary. That was bullshit. So, yeah. Ich hasse das Matchmaking gerade. Ich weiß nicht, was da los ist. Gibt es noch eine andere Download-Region, auf der ich spielen kann? Wenn ich aber jetzt zu den Amis rübergehe, habe ich aber auch ein Problem. Schauen wir mal. 2 von 5. Bitte kommt. Bitte kommt, Leute. Wieso will keiner mit mir spielen? Why does nobody want to play with me? Ich glaube, jetzt wäre das der perfekte Zeitpunkt, wenn man Stream schneiden will. Weil anscheinend ja irgendwie niemand anderes. Wahrscheinlich doch nicht. Weil wahrscheinlich zu viele Masterminds irgendwie da sind. Wobei man es trotzdem wahrscheinlich gut uptimen könnte. Ich glaube, wenn man in meine Lobby kommen wollen würde, würde man es, glaube ich, jetzt schaffen wahrscheinlich. Das fängt ja echt gut an. Ich glaube, ich muss gleich auf Survivor gehen. Irgendwie habe ich den Eindruck, das wird nichts mit Mastermind. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf. Wir haben ja teilweise auch schon 5 Minuten warten müssen, vielleicht. Vielleicht bin ich zu ungeduldig. Hey, 3 von 5. Ja, ich bin zu ungeduldig, glaube ich. Jetzt so langsam da mal, let's go. 4 von 5. Schön, dass wir doch noch spielen dürfen. Ich hatte schon Angst. Offenbar ist UK London doch ein bisschen besser. Ein bisschen. I also pre-ordered the upcoming Monstrum 2 or Monstrum 2. Because it will probably be a game like Dead by Daylight in a way, but in a new way, probably. And I'm pretty curious about it. And I think it will launch, or the beta, the beta will launch in, I think, in winter. We're gonna play Resident Evil 8 Village, yeah. I hope my PC's gonna make it. But maybe I'll get a new graphics card until then. I'm not sure. But I wanna play it. Yeah. I also wanna play Assassin's Creed. And what was I bought Resident Evil 2. I have to play this one too. Maybe sometime before Resident Evil 8. When I have some time for it. Probably at the weekend. Okay, so viel zu, ja, das wird schon. Matchmaking ist, glaube ich, naja. Valhalla, yeah, the new one. I played Odyssey and it was nice. I can't remember if I had the old Nvidia card then, because it always crashed. And it lagged like shit at the beginning of streaming, so I'm not sure. I hope it's not that bad anymore. Und hallo Fendt, wie geht's? Beziehungsweise Dr. Mengel war's, ne?
Hey, wir haben mal eine Runde gefunden. Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert. Dass ich mich an Dinge erinnere, ist selten. Du bist mir im Kopf geblieben hier. Das musst du feiern und eine Wunderkerze dafür anzünden, dass ich mir mal was merken kann. Das ist nicht so, ja. Wir machen jetzt ein bisschen Resistance Action, so ein bisschen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, danach spielen wir ein paar Survivor-Runden noch. Und dann spielen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Dead by Daylight. Und abends dann kommt wieder die Sims Action. I talked with a friend about my PC. And my PC is old, but it was pretty expensive when I bought it, so some components, like the processor, is probably still worth or good, I think. So I'm probably not gonna switch that one. Oof. So maybe just a graphics card update. Is it even called graphics card? I'm not sure. I need to Google that. Oh nein, ich habe wieder Vollscreen. Graphic Card, ja, okay. Ich erfülle all meine Aufträge. Ihr seid so gut wie tot. So, moin. Dann machen wir den hier noch hin. Ich bekomme eine Scheißkarten. Was soll der Kack? Moin. Yeah! Sag mal, wieso bekomme ich immer noch zu Kackkarten? Das Ding ist vielleicht nicht tödlich, aber es wird euch aufhalten. Der Tod holt nicht die Alten, sondern die Schwachen. Das war viel zu lang. Ich muss selbst eingreifen. Ja, moin, Buschfrau. Liebe Alina. Hallihallo. Aua. Gut. Jetzt kommt das gefährlichere Spielzeug. Schieß sie hier drauf? Oh ja, tut sie. Blöde Kuh. Eine verschlossene Tür. Kommt näher. Mein Kunde will von euren Schmerzen lernen. So leicht kommt ihr nicht davon. Das wird ihr gefallen. Was macht die Frau da? Damit muss ich nicht mal zielen. Schau, die Augen sind zu. Yeah, 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 yeah. Like this, majestic? Oh, hi. Haben die dann mal? Verstecken ist nutzlos. Ihr seid verängstigt? Sehr gut, das wird meinen Kunden freuen. Nur mir geht's an sich gut. Ich hatte heute Prüfungstag und sehr erfolgreich kein abgeschlossen. Kein Problem für mich. Soweit. Also bei mir läuft's gut. Hä? Oh, doofe Kuh. Ich habe irgendwie komische Karten gerade, ne? So ein bisschen zumindest.
Ich muss euch nicht sofort töten. Der Kunde zahlt für eure Schmerzen, nicht nur den Tod. Die Tür ist zu und die letzten Momente eures Lebens vergehen. Stillhalten! Dann bereite ich dem ein Ende. Töten Kinder leicht. Kann ich auch mal treffen? Wieso treffe ich nichts? Sag mal, bin ich irgendwie inkompetent geworden oder so? Oh nein, was macht er denn da? Ja, stirb! Ja, 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 ja! Hä, wer ist auch schon? Was soll der Scheiß? Boah, immer diese Kack-Spray-Plays, ne? Das hat er nicht so gut hingehauen. Ich hasse es, wenn die da so rausglitschen. Neue Freunde für euch. Hä, die ist weitergelaufen. Shit. Klappt ja super. Aha. Mein Kunde sagt, es lebe noch zu viele von euch. Keine Sorge, das ändere ich. Das wird super schwer gegen die. Sie haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich muss nur noch eine gute Sache machen. Jetzt habe ich auch die automatischen Maschinengewehre. Also vielleicht wird es noch was. Ich weiß es noch nicht. Es ist Kackmap, ne? Wobei, es könnte funktionieren mit ein bisschen Glück, aber ich weiß es nicht. Ich kann euch später töten. Hier drüben? Okay. Wenn ihr sterbt, werdet ihr vielleicht selbst zu Waffen? Ist die Frage. Hm? Willenlose Mörder, das sind die Waffen der Zukunft. Jetzt gibt es für euch keine Hoffnung mehr. Ja.
Progress da runtergefahren. Kleiner Fortschritt, ihr macht euch, aber nicht mehr lange. Die denn ja? Wie ist die denn da umgegangen? Dass du immerhin nicht als Erster gefallen bist. Die Zeit, sie läuft ab. Das könnte knapp werden, aber ich glaube, das wird was. Lasst mich euch erschießen. Kurz und schmerzlos. Los, stirb! Es ist schon ja, GG. Dass ihr immer noch... Yeah! Das ist das Ende. Seht es ein. Was? Wobei, vielleicht auch nicht so easy. Ich dachte, das wäre easy win, aber war es nicht. Kommt näher. Mein Kunde will von euren Schmerzen lernen. Hör endlich auf, dich so zu sträuben. Schwächliche Kinder. Entkommt oder sterbt. Macht schneller, na los. Ja. Wehrt euch, kämpft! Oh, ernsthaft jetzt? Mein Kunde verlangt es. Parasite Nemesis, Virus in euch, und stups! Auf. Eine sonderbare Welt, aber sehr profitabel. Ja, ja, mach nur. Das bringt dich nie weiter, meine Liebe. Vielleicht glaub mir. Vielleicht stellst du ihnen nicht als Freund. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie die Kollegen schon mal eure Grabsteine bestellen. Ja, jetzt ist wirklich GG. Ich dachte gerade schon, ey. Zu früh gefreut. Gut. Aber ihr wart nicht gut genug. Boah, das war ein bisschen Tryhard, muss ich zugeben. Das war auf jeden Fall anstrengend gegen die. Aber es hat funktioniert. So. GG. Schöne Runde. Es ist die Frage, wie lange haben wir jetzt gewartet? Es ging, glaube ich, oder? Es ging halt eigentlich. Ich will halt eigentlich weiter Mastermind spielen. Aber, puh. Oh, 3 von 5. Okay, das klingt nach einem Team einfach, ne? Aber, naja. Nehme ich trotzdem an. Das wären dann 2 Leute, die vielleicht zusammenspielen. Huch, hä? Weißt du, gerade ewig und 12 Jahre gewartet und jetzt, ja, 17 Sekunden, let's go. So, wen spielen wir denn? Ich will jemand anderen spielen. Annette könnte schwierig werden, aber ich würde es gern versuchen.
Ich würde es halt gern versuchen. I'm lagging as fuck. Where are you from? I can tell you it's not my connection. Poland. That shouldn't lag for you. Excuses? I don't know, sometimes it's weird. But it's not for me. I have a good internet connection, as you can see in the stream. The game is weird sometimes. I've heard that from other streamers too. That it's laggy for some people in the stream. Some are taking excuses, but I can understand. Maybe who knows. But I can tell you it's not because of me, because I'm cheating or something. Für sich genommen nicht tödlich, aber es wird mir Zeit. Oh, wieso bin ich so schlecht? Oh mein Gott, kann dieser Typ irgendwas? Sie bringen die Menschheit durch ihr Handeln nur in größere Gefahr. Übernehme ich selbst. Ganz wohl war nett, yeah. Actually, selbst yeah. Im Kampf kommen Sie dem Ende näher. Akzeptieren Sie den Tod. Ich habe die schlecht platziert, glaube ich. Social Distancing, Mauser. Hallo, Senki. Boah, Alter, der Typ, ne? Aber immerhin wird er gut infected. Weiß ihn. Komm, nimm Happen. Social Distancing. Zombies auseinander spawnen. Damit sie nicht einmal weggekloppt werden können. Hey Tyrone, hast du mal Bock? Nudeln! Boah, ist das ein Trottel. Lasst euch nur schön die Zeit nehmen. Oh lol. Wie schlecht. Oh mein Gott, der Typ, ne? Setze manuelle Waffensteuerung ein. Ich habe noch mehr Kameras. Alles läuft wie erwartet. Das sieht mir nett danach aus. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Also gut. Weiter geht's. Tyrone, lass uns kurz Zombie kissen. Er hier das. Definitely. Best spawn ever. Oh mein Gott. That's the best spawn I've ever had for him. Oh mein Gott. So. Verschließe Türen. Es war für die Menschheit unmöglich. Wollt ihr meine Kameras jetzt nicht mehr abschießen? Habt ihr jetzt keinen Bock mehr drauf? Alter, jetzt aber. Falls nötig, werde ich Gewalt anwenden. Heilung hier! Vielleicht kann ich was finden.
helfen. Komm her, ich heil dich. Und aber keiner heilt dich hier. Niemand heilt hier irgendjemanden. Wenn ich hier, solange ich hier bin. Tyrone will ja wieder einen Zombie-Happen haben. Oh mein Gott, was machen die da? Hallo Gamer Zero, wie geht's? No, er hat meinen Licker getötet. Ein. Von wie vielen? Nochmal einen Happen. Hui. Oh, da legt er sich erstmal hin, knuddeln. Knuddeln. Oh, ich hab so viel Bio-Energie. Ich will den Schlüssel haben, aber das Virus frisst sie trotzdem auf. Mach mal hier mal zu. Oh, nice. Geben Sie auf! Hey, Bitch! Dann ist es vorbei! Sehen wir uns das mal an. Das zu beenden. Aua, Arsch. Komm her, du. Dir werde ich zeigen. By the way, ich hoffe, dieses vielleicht TBD wird heute passieren. Ja, schauen wir mal. Vielleicht schon noch. Sympathisch. Arschloch. Es wird bald vorbei sein. Wo ist die andere jetzt hin? Hä? Da will wohl immer noch jemand aufs Maul. Oh fuck. R! Drücke R! Weißt du was? Ich hole ihn später nochmal. Fuck it. Ich bereite kurz den anderen Raum vor. Doofe Kuh! Nein, jetzt hat es voll viel gekostet. Ich dachte, ich hatte ihn noch günstig. Alles läuft wie erwartet. Ja, moin. Ey, die Tante ist da schon drin. Ich bin Forscherin. Deine Puppenspielerin stinkt unter Kadaver. Aber sie zwingen mich zu. Ey, da haben die eine Feuerkraft. Hier muss es doch was Nützliches geben. Muss ich sie wirklich eigenhändig erledigen? Ihr Blut gefährdet alle. Ich muss sie aufhalten. Es war für die Menschheit. Widersetzen Sie sich! Verstehen Sie denn nicht? Okay, ich glaube, jetzt bekommen sie aufs Maul. Jetzt müssen sie es verlieren. Es darf keine Beweise geben. Sie werden hier sterben. Ach Mist, ich hätte halt schon noch gerne Licker, aber ich glaube, es wird in der Zusammensetzung hier nichts. Jeder ihrer Schritte, und das muss ich selbst erledigen. Oh, nice. Wenn wir sie lang genug festhalten, soll das gehen. William, wir müssen diesem schrecklichen Kapitel ein Ende setzen. Komm her, du. Dir werde ich's zeigen. So, habt ihr was dagegen oder habt ihr nichts? Weil wenn ihr nichts habt, dann ist er tot. Ich wollte es nur sagen.
Denn jetzt kommt keiner, der irgendwo drauf kickt. Oh, da ist jemand tot, habe ich gehört. Wow, jetzt kommt. Jetzt steht sie da mit ihrer Granate. Weißt du? Die hat ein Timing, ey. So, wo wollt ihr hin? Ach, da drin. Alle mal. Hä? Okay, weißt du was? Scheiß drauf, wir gehen jetzt zu dem Ding hier. Und holen hier noch so viel raus, wie geht. Cool. Zeit würde ich hier eigentlich keine geben wollen. Hat er sie gegrabt? Ja. Die nerven gerade. Hören Sie auf! Wie sind Sie nur so weit gekommen? Shit. Gewinne ich? Ich glaube, ich muss den Raum hier zurücklassen. Muss hier verteidigen, was geht. Ich bekomme, glaube ich, Dingens auch gleich nochmal. Hat er gegen gerade durch die Tür gekillt? Oh. Ja, GG. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber hat irgendwie funktioniert. Ihr Ende ist gekommen. Was war denn das jetzt? Das war irgendwie sehr merkwürdig. Aber hatten wohl keine Zeit mehr. I deactivated them. But I can put them back in. Give me a second. I deactivated them because we played a lot of Sims. And I always forget to put them on again. I'm sorry, Majestic. Give me a second. Did we have a perk build for Dead by Daylight? For Resident Evil? Did you choose, like, play my perk build? Or did you just wish the mastermind? Because the perk build is for DBD. But I might have used it for this game too. I'm not sure about it. But they should be on again. What do you want me to play, Majestic? I'm gonna play one more game. And after that I'll switch to Dead by Daylight. Probably. So we have 1 hour DBD and 1 hour Resident Evil. Ne, mach mal so. Switch ich dann zu DBD gleich dann. Damit der Nepper auch hier mal wieder, ne, sein Lieblingsgame sieht. Do you have the new Spencer build for me, Majestic, that I should play? Biocore Spencer? Yeah, let's do this. Let's do the build, because the other trolley build does no longer work, I guess. With the one cost liquors, lol. Okay, sounds great. Let's see. What equipment do I need? Biocross Spencer.
I think BioCore Spencer is like before because they changed the normal value of the BioCores, but they nerfed the bulletproof glass. So it's probably about the same when you use it, as I've heard. Unstable reactor. It should work now, right? Or does it? Unstable. But it's too expensive, right? Oh no, it's no longer too expensive. They changed the points for that. From 9 to 8, and it now fits in some builds better. But we still have a lot of points over. I might change that. To... I don't know. So, and the deck was... Do we already have the deck, Majestic, or do we not have it? Okay. Yeah. That could work. Yes, I just the deck. I should change the troll build anyway. Is this it? No. This one. No. Welches war das denn? Doch das hier, ne? Das war das Rotation Build. But yeah, suggested. I have no idea how to put it together, to be honest. How to get one cost liquors. But I guess I need liquors. Warten wir mal kurz. In der Zwischenzeit wollte ich noch mal kurz was gucken. Bin verwirrt. Achso. Im Moment, wenn du nicht mehr weißt, dass du jemanden geantwortet hast. Fortuna hat nämlich jetzt endlich ihre Switch auch bekommen. Genauso wie Alex. Fortuna hat jetzt auch ihre Switch. Und wieso sagt eigentlich jeder, dass ich ein Streber bin? So. Ich habe keine Ahnung. Ja, Nepper, du bist auch nicht gemeint. Creature Module. Okay. So. Also, Creature Module. Gun Module. Licker. Tough Zombie. Zombie Infectious. Energy Booster Creatures. Energy Booster Creatures. With Q. Okay. Rifle Tracker Mine. Okay. Bin gespannt. Camera wait, what? Hä? Creature Module, Gun Module. Licker. Tough Zombie, Zombie Infectious, Energy Booster. Rifle, Tracker Man, what? Camera Shield? Hä? Camera. What? Where? Hä? There's no space for that.
Okay. Then I'll not use it. Ich hoffe, das passt dann so. I hope that's it. Or do I need anything else? I think my abilities are right. Or at least I hope so. Everything else looks fine. Okay. We'll see. Let's try. Ich bin dennoch immer noch kein guter Spencer. Ich wollte es nur sagen. I'm still not a that good Spencer. So I might fuck it up. Everything else looks fine. Okay. Dann gucken wir mal. With hypercharge in Area 3, Lictus will be cheap. Okay. Ja, es ist tatsächlich, oder es tut tatsächlich ganz gut, wenn man so ein Spiel Resistance oder Dead by Daylight, oh Gott, diese Skins sind so furchtbar, Rank 2, okay, wenn man so Spiele wie Resistance und DBD eine Zeit lang nicht mehr spielt. Zu, ein Gott zu werden. Sie sollten sich diesem Ziel bereitwillig. Denn, wenn man dann wieder anfängt, na, dann hat man wieder Spaß so ein bisschen dran und ist nicht gleich schon wieder so übertrieben frustriert. Man kann natürlich auch frustriert werden wieder vom Spiel, wenn es wieder richtig scheiße läuft. Aber gerade geht's sogar. Ich denke. Wir gehen wieder den Useless Weg, wo halt gar nichts los ist. Kreaturen profitieren von meiner Kontrolle. Oh. Eine verschlossene Tür. Cool. Wow. Und das hätte jeder finden können. Das wird dir gefallen. Los, greifen Sie zu. Der Bild ist just too aus zu befangen, not tryhard build. But I wanna win. I'm a tryhard. If I don't win, I don't have fun. Hole ich sie mir. Go, go, Licker. Go, go. Setz Tackle ein. Well played. Oh, verschlossen. Da kommst du. Ein kleiner Vorgeschmack auf die weiteren Tests. Was ist das denn? Seit wann ist denn da eigentlich ein Raum?
Ein bescheidener Erfolg. Werden Sie lieber nicht zu überschwingen. Nice. Ihr Atem beschleunigt sich. Das Virus regt sich. Sie sind ratlos im Labyrinth. Schon alle. Und sie stehen unter meiner. Ich dachte, das war's. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Haben wir eigentlich noch das mit den Lichtschaltern drin? Dass wir da Bioenergie bekommen, wenn ich einen Lichtschalter drücke? Glauben Sie nicht, dies geschehe gegen meinen Willen. Gut, aber wenn ich das drin hätte, dann hätte ich jetzt irgendwie verschissen. Sie länger leiden. Das war jetzt irgendwie nicht so well played, Mauser. Haben die gerade zwei Licker auf einmal weggehauen? Du willst mich doch voll kackeiern. Nimm dir die Karte. Es warten mehr Tests am Spiel. Dann schieß halt nicht. Sie sich der Furcht hin. Verriegelt. Kreaturen profitieren von meiner Kontrolle. Halten Sie still. Ich brauche einen Moment. Der Gestalt der uns eine hirnlose Kreatur wird von mir mit Fetten gefressen. Dachten Sie etwa, ich würde die Ihnen überlassen? Hallo Lisa! Kann ich auch überhaupt irgendwas Sinnvolles machen? Ich kann meine Ultra da auch überhaupt nicht einsetzen hier. Aller guten Dinge sind drei. Außer in Ihrem Fall. Noch so ein Ding? Das würde auch nichts bringen, wenn ich es da platziere. Ich lasse es mal komplett aus, diese Runde. Das süße Bärchen-Zombie? Was? Was ist denn der Bärchen-Zombie? Meinst du Valerie gerade? Hä? Oder den anderen, den Raccoon? Mit dem Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Sie haben noch nicht genug Angst. Sag mal, wo sind eigentlich nochmal meine Licker? Oh, die sind alle jetzt hier drüben, ne? Vielleicht kann ich Ihrer Furcht hier im nächsten Bereich etwas nachhelfen. Okay.
Mir sind die Taten kacke. Sie stehen am Rande der Sterblichkeit. Ihres Atems Angst ein. Nein, dein Raccoon. Komm. Kann ich auch mal gute Karten bekommen, bitte? Der Gestank der Untod. Jetzt hole ich sie mir. Keine Muni. Wir haben 8 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll, wenn ich ehrlich sein soll, Leute. Des Todes strecken sich nach ihnen aus. Geben Sie sich ihm hin. One cost liquors don't work when you don't get the card. Der Spawn hier ist wenigstens gut, aber 8 Minuten, Leute. Pff, was will ich denn mit 8 Minuten? Vor allem, wenn die dann hier eh gleich wieder alles wegsprengen. Atems Angst ein. Valerie is a problem. A very big one. This too. The fuck? Sie sind noch nicht frei. The build sucks, to be honest. The build really sucks. I'm sorry, my friend, but I hate it. The other builds were way better. You gave me. Vor allem immer diese Scheißkarten. Was soll ich mit dem Müll?
sie sich der Furcht hin. Von ihnen keinen solchen. Moin, kurz mal für 5 Minuten da, alles klar. Sie sehen live, wie Mars ein Bild spielt, das ihm nicht gefällt. Das Geräusch ihres Atems, Angst ein. I'm just getting shit here. It's not worth das it. Das ist mein Eigentum. Weil mit Kreaturen, die eh immer so schwach sind und du nur auf Kreaturen gehst. Dafür muss ich Spencer nicht spielen. Dafür kann ich halt Annette spielen. Unmöglich überlebt haben. Wenn ich sowas machen will, spiele ich Annette und nicht ihn. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber wirklich vorne und hinten nicht. Naja, naja. So. Sorry, man, it worked okay for me. I don't know. I think it's horrible, to be honest. I don't enjoy it. I would go with... I always have this one when I don't need it. This combi is weird for me too, because if you have both modules, you can't use this properly, and then you just waste all your energy. I don't know. It doesn't work for me. I would go for another gun, to be honest. It needs more guns. I'm always getting the wrong stuff. And I'm not sure about that. Weiß nicht. Gegen das Team hätte man schon was machen können, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Feuerkraft, meiner Meinung nach. Mit Nikolai hätte ich da, glaube ich, hätte ich die weggefetzt. Und selbst mit Annette hätte ich, glaube ich, bessere Chancen gehabt. Weil da der Fokus auf was anderem gewesen wäre. Das war jetzt nur, sie brauchen ewig, um die Biocores wegzuhauen, aber ich habe halt trotzdem keine Energie. Ne, weil irgendwie das Bild so komisch ist. Weil du musst andauernd Zeug wieder raushauen, um die ganzen Sachen günstiger zu machen. Hast aber dann da deswegen keine Bioenergie mehr, weil du immer die falschen Karten bekommst. You always have to put out the whole stuff like... All the unnecessary stuff. Wo ist es denn? Hä? Wo ist das Bild? Achso, ich bin Nikolai, Entschuldigung. So, if you always have to put out, like the trap, or this one, then you don't have any bioenergy left to go in with the zombies. You don't have the energy for them. I think this is not the right thing. I would put this to maybe this. I'm not sure. But it keeps always blocking me. And I sometimes feel like this is too expensive. Bei schlechten Karten gekriegt, bekomme ich in Yu-Gi-Oh! Flashbacks. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Okay. Wir haben 18 Uhr. Hat länger gedauert, als ich dachte. Und wir spielen jetzt noch ein bisschen DVD. Noch ein wenig. Na, Leute. Eine Stunde Resistance, eine Stunde DVD und später dann Sims. Ne? Mach mal.
Meine Nase juckt schon wieder, ich weiß nicht warum. Daylight. So. Boah, Yu-Gi-Oh! Habe ich aber auch ein Spiel, Nepper. Aber an sich, ich mag Yu-Gi-Oh! Sehr gerne. Ich habe auch ein Spiel, so ein Yu-Gi-Oh! Spiel mir mal extra geholt gehabt. Und das habe ich auch voll gefeiert immer. Bisschen Glück gehört auch dazu. Ja, ein bisschen, aber das ist halt die ganze Runde immer so gewesen, weißt du? Du hast halt... Hatten wir... War... Quickdraw in dem Deck? Legacy of the Duelist, ja. War Quickdraw in dem Deck? Maybe Quickdraw. That would help. That would really help. But it's still another one that would steal one bio energy. Was müssen wir denn eigentlich noch machen? Aber Legacy of the Duelist war cool. Ich hab damals so ein Yu-Gi-Oh! Spiel gehabt, ne? Das kenne ich, habe ich mir aber nie geholt, sah aber sau nice aus. Macht auch mega Spaß. Ich habe da damals schon Hand of Blood und German Let's Play die Games gesehen. Aber Online-Spielen ist halt teilweise so doof, weil ich bin halt noch von der alten Yu-Gi-Oh!-Fraktion und kann halt häufig noch nicht mit den neuen Sachen umgehen. Das habe ich trotzdem damals in Death Pro hieß das, aber irgendwie war, ich glaube, das gibt es irgendwie nicht mehr. Das ist irgendwie ganz mysteriös verschwunden, glaube ich. Da habe ich mich auch mal an den neuen Dingern gewagt und das war auch cool, als ich die Decks halt dann hatte. Ich auch, die Videos waren voll nice. Ja, die müssen mal wieder neue bringen. So, bei welchem Charakter fehlt mir eigentlich denn noch der Heiligenschein? Ah, für die Huntress ein Heiligenschein, ja. Okay, warte, wir gehen mal durch. Beim Trapper glaube ich noch nicht, oder? Doch, auch. Hä? Beim Geist? Auch. Hillbilly? Auch. Sag mal, habe ich eh schon überall? So, mal Resist... Questen. Okay, ja, dann viel Spaß, Game Material. Und wir sehen uns. Aber ich muss zugeben, Resistance hat mir echt Laune gerade gemacht gehabt. Muss ich echt zugeben. Ich glaube, bei der Hack habe ich es noch nicht. Sag mal. Habe ich es denn auf jedem Killer schon? Legion bin ich mir auch sicher, dass ich es habe, ja. Plage. Plage habe ich es auch schon. Sag mal, habe ich es wirklich schon auf allen? War ich so fleißig? Es scheint so, ne? Ich habe es auf allen. Krass. Okay, da müssen wir ja fast Survivor spielen. Auf den Survivern fehlt es mir noch. Und es gab irgendwie ein neues Outfit. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es bekomme. Schließe 8 Fähigkeitschecks in Folge erfolgreich ab. Hä? Voll easy. Es gab irgendwie neue Outfit-Dinger, wenn man sich angeblich irgendwie einloggt oder so. Ich habe aber nichts bekommen. Ich verstehe das nicht. Oder? Doch, hier. Ah. Okay, das habe ich bekommen. Mehr nicht? War da nicht noch was? Bei Claudette, glaube ich, war auch irgendwas. Ich hoffe, man muss sich da nur irgendwie einloggen. Weil ansonsten, glaube ich, bekomme ich die nicht mehr. Irgendjemand hatte so ein Claudette-Outfit. Müsste ich das jetzt nicht auch haben? Ich verstehe das nicht. Ich habe bei David das Mond-Neujahr-Ding bekommen. Hat die hier? Warum würdest du die bekommen? Ist die nicht... Die ist doch jetzt sowieso für alle gratis. Die bekommt doch jeder. Oder hat schon längst jeder, oder nicht? So, okay, ich weiß gar nicht. Auf wem fehlt mir denn jetzt noch? Auf Maggie habe ich schon. Auf Claudette, glaube ich, brauche ich noch. Und auf Jack brauche ich es auch noch. Vielleicht sollte ich nicht mit Legacy rumlaufen. Okay, also auf Jack will ich es auf jeden Fall noch haben. Also muss ich da mal versuchen, ob wir da nicht entkommen mit einer Krone. Das bei Claudette ein graues Oberteil bekommen. Ein graues? Weißt du? Wo? Ach, hier. Hier ist es. Ja, das meinte ich. Sieht echt, naja. Dann bleibe ich dann lieber bei meinem Legacy. To be honest.
Ich komme nur noch mit Synchro-Karten klar. Ist Synchro nach XY oder ist XY? Bei XY finde ich noch weiter einfacher verständlich als Dingens, als Synchro. Ich habe es auch schon so lange nicht mehr gespielt. Vielleicht muss ich es irgendwann mal wieder spielen. Hä, wo hat denn der sein Dingens? Hä? Achso, nee. Das gehört gar nicht. Ach. Also Pendulum ist sehr verwirrend, finde ich, Nepper. Sehr verwirrend. Habe ich aber auch schon ein bisschen hinbekommen, damit zu arbeiten, so ein wenig. Ich mag Yu-Gi-Oh! Muss ich echt sagen. Vielleicht spiele ich es irgendwann mal wieder, das Game. Aber ich mag das Alte am liebsten. Ich kenne nur die ganz alten Karten. Ja, wie gesagt, die sind mir halt auch die liebsten. Also wenn es ginge, dann würde ich sagen, ey, nur mit Karten aus Staffel 1. Moin, Masamune, alles fit im Schnitt. Na klar, immer doch. Was? Blaue Ungiger, weiße Drache. Aber das alte Yu-Gi-Oh! War auch noch hier das beste Yu-Gi-Oh! Muss ich sagen. Das alte Yu-Gi-Oh! Hat mir immer am besten gefallen. Die danach habe ich irgendwann ignoriert. Und ich hatte damals, auf Nintendo war das noch, hatte ich so ein Yu-Gi-Oh! Spiel. Das war voll cool und ich hatte so positive Erinnerungen an dieses Yu-Gi-Oh! Spiel. Nightmare of irgendwas oder so. Oder irgendwie sowas in der Art hieß das. Daniel der Ehren-Survivor. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und aus irgendwelchen Gründen hatte ich gerade das Gefühl, als würde ich mit Nepper SWF spielen. Wir essen viel Schokolade im Büro, also richtig viel. Ich hasse die. Finde ich nicht in Ordnung. Und dann hatte ich halt dieses so coole Erinnerung eben, ne? Und was sagt sich der Maser? Okay, holst dir mal von diesem neuen Yu-Gi-Oh! Zeugs, ne, das es ja gibt. Holst dir da mal. Oh, da ist eine Krone. Haben will. Holst du dir davon mal ein Game. Ist bestimmt fast genauso cool. Und es war voll scheiße. Es war so billig hingerotzt irgendwie. Muss ich wirklich sagen. Es war wirklich billig hingerotzt. Und das andere hatte halt so eine kleine Map, wo man herumfahren konnte. Und dann traf man random auf Leute, gegen die man duellieren konnte. Und dann ist aber nachts zum Beispiel, ist zwischendrin dann so ein Schattenduellist manchmal dir zwischengefluxt, wenn du eigentlich zu jemand anderem gehen wolltest zum Duellieren. Und dann musstest du Schattenspiel machen und so. Und das war voll cool. Ich würde SWF kommen, wenn du einen Mate haben willst. An sich gerne. Mate. Was? Eine Mate. Achso. Mobbt auf den Nepper nicht nur, weil er Mate nicht schreiben kann. Also echt Lisa hier. Ich hatte als Kind ein Brettspiel von Yu-Gi-Oh! Das war voll schwer, aber die Figuren dazu waren cool. Oh, okay. Hey Daniel, wird gejagt. Die ist in Deutsch mit Nepper, Made. Achso, ich habe jetzt. Gibt's nicht auch Mate in. Ah ne, das schreibt man wieder anders. Ups. Ah, Mate schreibt man doch mit T. Sag mal, was passiert denn da eigentlich gerade? Wenn ich fragen darf. Tschüss. Tschüss. What the fuck is happening over there? Huch, da ist er zu. Wieso ist hier keine Kiste? Seit wann kann da. Oh. Dann halt Mate. Ja stimmt, mit wenn du es mit 8 schreibst, bist du doppelt cool. Ich frag mich, was die da hinten gerade machen. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Lisa be like. Lisa, willst du nicht noch Hamster Rage Emotes schreiben? Ach man. Was ist denn schon wieder mit denen? Irgendwie sind die schon wie. Ist das euer Scheiß Ernst? Leute?
Ich wollte Dad haben. Wieso ging das schon wieder nicht? Oh mein Gott. Krass, Alter. Wieso bin ich da überhaupt runtergegangen? Nun, das wird keine lange Runde. Ja, ich habe Borrow Time, aber offenbar hat da jemand anderes kein Borrow Time. Oh mein Gott. Ich wollte gar kein Anti-Mate sein. Aber die sind echt dumm wie Scheiße. Vielleicht teilen sie sich zumindest mal voll. Also der Daniel zumindest schon. Das gefällt mir schon mal. Der ist vielleicht nicht ganz so schrecklich. Aber die anderen sind irgendwie komisch gewesen. Ich weiß auch nicht, was es bringt, wenn jemand getragen wird und man blockt dann für den. Wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, das war awkward. Keine Ahnung, was es bringt, wenn man selber verletzt ist und man blockt. Einfach nur dumm irgendwie gewesen. Ich habe keine Ahnung, warum die alle da down gegangen sind im Basement. Das ist mir echt ein Mysterium. Ich glaube, ich werde es nie erfahren. Das ist wohl doch nicht dein Ehrenbruder, Daniel. Hat er mich nicht gerade gerettet? Also doch voll Ehrenbruder. Hat mich immerhin gerettet. Aber irgendwie poker ich, glaube ich, lieber auf die Hatch, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist er schon wieder. Hallo, ich guck dich an. Was soll der Scheiß? Ich gucke ihn an. Wieso wird er nicht enttarnt, der Dude? Ja, pff. Du mich auch. Boah, ich habe gerade voll gespuckt. Entschuldigung. Alter, habe ich gerade gespuckt. Bah. Hilfe. Soll mich nicht so sehr auf meine Spucke fokussieren, als ob. Ich hasse alles. Weißt du, aber ich habe keinen D-Strike, der 10 Minuten hält. Wenn er dich gerettet hat, dann spielt er Lori. Und sie mag absolut keiner. Ja, ich hätte bei Resistance bleiben sollen, irgendwie habe ich den Eindruck. DVD ist schon wieder so. DVD, ein Spaß für die ganze Familie. Außer den, der an ihrem Haken hängt. Der hat nicht so viel Spaß. Aber vielleicht hilft es ja, wenn wir mit ein paar Leuten spielen. Vielleicht sind die ein bisschen kompetenter. Ich glaube, Daniel hat gleich ausgedanielt. Ja, moin, danke schön. Sehr lieb von dir. Sag mal, wo bringt der denn hin? Hä? Achso, die ist frei. Hä? Oh, fuck. Wow, der Daniel kann, glaube ich, nicht nach hinten gucken, kann das irgendwie sein? Oh, jetzt habe ich wieder D-Strike. Daniel ist gerade gelaufen, als hätte er nicht nach hinten gucken können. Ich habe auch einen komischen Rank. Ich glaube, es liegt am Rank, dass die alle komisch spielen. Wahrscheinlich aber trotzdem wieder Rank 1 Killer. Oh nein. Hä? Oh, cool. Wo laufe ich denn jetzt hin? Meine Hände sind zu warm für die Scheiße.
Ich will nicht sterben. Kannst du nicht den anderen chasen? Ich will die Headshot bekommen, das wäre echt cool. Verschissen. Oh, ein sehr produktiver Mensch da hinten. Ja, wer hätte das erwartet? Cool. GG. Wow. Ich wusste, dass der nichts machen würde. Das war mir schon von Anfang an klar. Irgendwie habe ich kein Glück mit Jake. Ich glaube, mit Jake soll ich den komischen Dingens einfach nicht bekommen. Bin gerade Rank 5, gibt uns das bessere Mates. Vielleicht. Hattest du Spaß? Naja. Muss aus Prinzip einen Stern geben. Daniel, was ist los? Oh mein Gott. Lappen. Das war wirklich ein Lappen. Irgendwie. Aber Daniel hat sein Bestes gegeben, da bin ich mir sicher. Ich weiß zwar trotzdem nicht, wie die alle irgendwie komisch gespielt haben, aber... Oh, hat ja gut funktioniert. So, wer spielt denn alles? Da, Tyler würde auch spielen. Wie lange war Tyler eigentlich schon wieder nicht mehr da? Tyler muss ja auch mal wieder vorbeiblicken hier, was soll das? Tyler, was ist denn los? Ja, moin. Muss mir helfen, meine tolle Krone zu bekommen. Ich hätte ja schon gerne auf allen Charakteren die Krone. Ich will die schon irgendwie freispielen, aber dann bin ich wieder so... Nein, nee. Ja, eher an Daniel. Ja, gerettet hat er mich ja, ne? Er hat alles versucht. Aber die anderen Teammates waren irgendwie sehr... Naja. Ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Davor in dem Basement. Eigentlich wäre das wieder so eine... Okay, ich lasse euch sterben und versuche zumindest irgendwie vielleicht die Hedge zu bekommen Entscheidung gewesen. So richtig Anti-Mate hätte ich machen können. Aber ich war ja wieder... Ich war wieder zu gutmütig. Wahrscheinlich der Ace gerade so, ne? Hockt wahrscheinlich immer noch hinter einem Stein. Wartet, bis Endgame vorbei ist. Marcel, welches Pack soll ich mir holen? Bei Sims? Oder bei DVD? Oder bei was? Ich bin verwirrt. Da wir gerade DVD spielen, würde ich davon ausgehen, dass du DVD meinst. Und dann würde ich sagen Spirit. Wenn du es noch nicht hast. Ansonsten lohnt sich gefühlt kein Killer. To be honest. Oder? Lohnt sich irgendein Killer? Ah, bei Sims. Okay. Und du hast Hunde und Katzen bisher, ne? Mehr hast du noch nicht. Hm. Boah, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das ist so abhängig von deinen Interessen halt. Es gibt halt sehr viele gute DLCs, meiner Meinung nach. Aber je nachdem, was du halt mehr magst, macht halt das ein oder andere mehr Sinn. Es gibt halt auch DLCs, die sind eher im Hintergrund, wie die Jahreszeiten. Aber machen halt trotzdem einen coolen Unterschied. Ne? Also, ist immer schwierig. Ich würde die für dich durchgehen, da steht ja immer dabei, was du da alles machen kannst. Und dann würde ich danach gehen, entscheiden, wo du das Gefühl hast, dass du mehr am meisten von hast. Ich würde mal einfach die ganzen Packs durchgucken. Und wo du dich halt auch wohl mitfühlst. Ich würde persönlich sagen, Vampire. Ist halt Geschmackssache. Wenn man sowas mag, dann vielleicht ja. Aber ansonsten, hm. Vampire habe ich auch schon sehr ausgiebig gespielt. Aber ich würde trotzdem dann nochmal irgendwie weitermachen wollen oder so. Mal schauen. Aber Jahreszeiten ist halt auch cool. Ja, Jahreszeiten ist cool. Das finde ich auch. Wobei ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, was Jahreszeiten noch alles bringt. Was bringt denn Jahreszeiten alles außer halt Jahreszeiten? Und Feiertage. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, cool. Aber irgendwie auch... Ja gut, du kannst halt in den verschiedenen Jahreszeiten halt auch verschiedene Sachen dann irgendwie machen, ne? Hm. Ich muss mal fast reingucken, was das alles bringt. Um das kurz zu beurteilen zu können.
Ich hatte als erstmal eins, was Gameplay mehr beeinflusst. Also, ne, ich hätte als erst eins. Jahreszeiten. Was bringt denn Jahreszeiten alles? Wetterbedingungen, genieße die Festtage, habe Spaß bei saisonalen Aktivitäten. Achso, Schlittschuhlaufen. Okay. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, Jahreszeiten bringt gar nicht so viel. Wetter, das ist halt mit dem Wetter, ne? Es ist halt eher der Hintergrund mit den Feiertagen und so. Gärtnerkarriere. Ah ja, Blumenbinden kannst du auch noch machen, das ist auch ganz lustig. Aber Jahreszeiten ist halt wirklich im Hintergrund. Aber ist halt cool. Sorry, Master, bin noch verschlafen. Ich hätte gern erstmal eins. Also du müsstest halt, wenn dann... Jahreszeiten ist zu sehr im Hintergrund. Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt irgendwie nicht so viel mehr machen kannst, dann würde ich mir wahrscheinlich nicht Jahreszeiten holen. Ist echt schwer. Ist immer schwer, ein neues DLC zu holen, muss ich echt sagen. Vor allem, wenn man noch so eine gute Auswahl hat. Ohne Plage, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ich bin irgendwie auch müde vom frühen Aufstehen heute und irgendwie dem ganzen Stress. Bin ich auch ein bisschen ausgemüdet. Toll, ich werde mich echt auf jeden Fall freuen hier auf... Na super. Ich hab schon richtig Bock. Wieso hat er Bock auf Nepper? Hä? Hier diese komische Krone zu suchen, to be honest. Oh, hier. Ja, okay, never mind. Hab nichts gesagt. Easy. Ich mach mal den Gender ganz hinten, ne? Ich glaube, der sieht ganz sinnvoll aus. Du willst mich doch verkackeiern. Jetzt will die auf einmal doch auf mich rotzen hier, oder was? Ja, moin. Rotz woanders hin. Ich bin doch kein Taschentuch für dich. Moin. Die Olle. Die Olle will es wissen. Uah. Wow. Das hat's jetzt gebracht. Die Olle will es wissen. Ruhe. Aua. Wofür schlägst du mich? Was bringt dir das? Ich muss mal kurz hüsteln. Ich bin so krank. Leute, ich bin so krank. Hilfe. Hilfe. Ich bin so krank. Ja, moin. Wie lange wollen wir da jetzt rumlaufen? Willst du mich nochmal ab? Why would you do that? Das macht doch mal gar keinen Sinn. Ich bin doch schon krank. Also auch im Kopf. Was? Wie ist sie da so schnell rumgekommen? Hä? Cheater. Hast du alles. Aber ich habe die lang genug hingehalten. Wenn die Leute da keine Gens durchbekommen haben, weiß ich auch nicht weiter. Immerhin zwei. Und der erste hängt. Ist gute Bilanz für uns. Und ich habe die komische Krone schon gefunden. Das ist auch ganz gut. Ich hatte wie immer einen Mittagsschlaf gemacht. Boah, ich habe mich vorhin ganz kurz hingelegt, ne? Und ich hätte es instant bereut. Aber dann weißt du, oh nein, 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 nein. Never mind, ich lege mich nicht hin. Camper. Ich hatte wie immer mein Mittel. Was? Bei Sims 3 hatte ich so viele Packs. Bei Sims 3 wurde es aber dann auch buggy, umso mehr du hattest. Gefühlt. Boah, Sims 3. Wisst ihr noch, als wir Sims 3 gezockt hatten? Das waren Zeiten. Oh, ich habe Nepper angehustet. Das ist nicht so gut. Mal die Olle. Ich hatte keinen Mundschutz. Das passiert, wenn man keinen Mundschutz hat, Leute. Näher hat einen Mundschutz. Vielleicht sollten alle näher spielen, dann sind die alle immun dagegen. Oder man kann in der Kiste einen Mundschutz finden gegen die Plage. Das wär's doch, Leute. Das wär mal ein geiler Patch. Ich nenne ihn den Corona-Patch. Moin. Wie weit bist du schon? Oh, ich kann noch 2 cm mithelfen, das ist aber cool. Da oben ist noch einer. Du,
Steve, kann es sein, dass du einmal nur random in der Gegend rumläufst und eine Krone suchst? Wieso habe ich das Gefühl, dass der Steve nichts machen wird, sondern einfach nur random in der Gegend rumläuft für eine Krone? No, Nepper! Sorry, bin aber hier beschäftigt. Ich bin mir sicher, der Steve, der nach der Krone sucht, kommt definitiv zu dir. Ich habe gerade die Katzen gefüttert. Wieso hört sich Theo denn eigentlich... Oder Theoden? Wie spricht man den jetzt eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich würde immer noch gerne Theo einfach sagen, weil ich den Namen mag. Ich weiß nicht warum. Eigentlich so beim Miauen, als würde er seit 30 Jahren rauchen. Was? Deine Katze sieht beim Miauen aus, als würde er was? Okay. Nepper, kommt dich jemand holen? Ich glaube, die Plage kommt mich gleich holen. Ich hoffe, dich kommt jemand retten, mein Freund. I really do. Hä? Oh ja, er wurde gerettet. Das ist ja nett. Noch lauter kannst du auch nicht husten, Jake, oder? Ich glaube, der kotzt gleich. Wir sprechen ihn Deutsch aus. Aber du kannst es auch in Englisch sagen, wenn es dir besser gefällt. Ja, keine Ahnung. Ich will ihn schon beim richtigen Namen nennen, dieser. Na, wie ihr ihn genannt habt. Also einmal nur Theo dann. Oder Theodin. Ich kann den. Ich weiß nicht, wo der Name herkommt. Ich habe den noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, wie er so er sich anhört. Naja, vielleicht ist er ja insgeheim mal im früheren Leben eine Katze, ein Mann gewesen, der 30 Jahre geraucht hat und dann an Lungenkrebs gestorben ist. Who knows? Ne? Oder was? Oder warte, was? Das war auf den Namen bezogen, oder? Warte mal. Bin verwirrt. Lass mich nicht hängen, Steve. Stevie Wonder. Okay, sonst geht's dir gut, Plage. Hallo, Plage. Hallo. Zieh jetzt wieder an den Gen, ob du es willst oder nicht. Die leuchtet aber schön da hinten. Das sieht aus, als hätte sie sich irgendwie in Brand gesteckt. Finde ich irgendwie hübsch. Oh, das war aber fies. Ja, ich bekomme jetzt endlich meine Krone für Jakey Boy, die wahrscheinlich nie tragen werde, weil Jakes normaler Skin voll scheiße aussieht. Aber hey, da hinten ist auch wieder eine Krone gespawnt. Hast du schon eine Krone? Guck mal, da hinten ist eine Krone. Ich glaube, er hat das missverstanden. Döp. Kein Adrenalin. Ich glaube, er dachte, ich meine den Ausgang. Aber der Ausgang macht natürlich auch Sinn. Waren denn mal die Krone? Hä? Okay, never mind. Ich dachte, ich hätte eine Krone gesehen. Ich nehm's zurück. So, hi. Oh, wir sind alle da. Ja, dann können wir ja gehen. Das Happy End Ever After. So, tschüss. Der andere schafft das schon. Außerdem hat der Stevie Wonder die ganze Zeit damit verbracht, eine Krone zu suchen. Ich bin mir sicher, dem geht's gut. Ich nehme dir das mal auf, wenn ich das erwische. Okay. Ja, es ist immer schwer, wenn man gewisse Sachen finden muss. Mein Vanzel, ich wollte ja auch mal aufnehmen, wie der manchmal abgeht. Aber genau dann, wenn du ihn dann filmen willst, dann macht das nicht. Ja, siehst du, dem geht's gut. Der hat's rausgeschafft. Easy peasy. Lemon squeezy. Chillig.
Ja, Nepa ist dabei, hat mich hier richtig durchgecarried, ne? Also, da läuft das schon. Da hatte ich auch Spaß. Hallo? Rangfortschritt? Okay, hat nicht aktualisiert. Oh Gott, die Arme. Matchmaking at its best. Eine Rang 19 Plage. Ich glaube, ich muss öfter mit Nepa spielen. Ich glaube, da bekommen wir sehr interessante Killer. So, guck mal, jetzt kann ich hier diese mega hässliche Ding nehmen. Ich mag den normalen Skin von ihm überhaupt nicht. So, wen müssen wir denn noch spielen? Auf wen würde ich es denn sonst noch gerne haben wollen? Auf den wichtigsten habe ich schon. Auf Claudette vielleicht noch? I don't know. An sich würde ich es gerne auf allen haben, aber das dauert so lange. Wie lange geht das Event noch? Ich gehe mal auf Tarnmodus, Claudette, okay? Hier, richtig getarnt jetzt. So, und dann noch die Haare. Bam. Der Killer wird mich niemals sehen. Haha. Beste Fing Deutschlands. Ja, let's go. Ich muss zugeben, ich habe echt wieder Bock auf die beiden Spiele, auf Resistance und DBD. Ich glaube, können wir wieder öfter spielen. Was? Nach der Runde muss ich spielen. Ja, Nepa, ich glaube, wenn die Runde eh lang genug dauert, werde ich vermutlich dann eh aufhören. Also vielleicht spiele ich dann noch eine Runde, aber dann wird es vielleicht wieder knapp, wenn die wieder ewig dauert. Deswegen ist wahrscheinlich eh meine letzte DBD-Runde auch für heute. Dann mache ich Pause. Vielleicht rainen wir dann noch kurz irgendjemanden coolen. Dann mache ich Pause und dann machen wir Sims weiter. Ihr kennt das ja. Da würde bestimmt jemand streamen, den man kurz raiden kann. Auch wenn wir dann vielleicht nicht viele gerade sind, aber dann raide ich euch da kurz rüber, dann könnt ihr da meinetwegen chillen oder halt sonst was anderes machen, wenn ihr keinen Bock habt, da drüben zu bleiben. Ist auch in Ordnung. Ich verstehe das. Ich raide auch manchmal kurz mit, sag noch kurz Hallo und dann gehe ich wieder. Macht man manchmal ja so, ne? Kenne ich ja. Aber wenn es euch trotzdem dann gefällt, dann könnt ihr ja chillig da gucken. Ich muss doch gucken, was mein Sim wieder anstellt bei dir. Ja, ich möchte auch noch, ich wollte noch so eine Belohnung einfügen für Sims. Und zwar eine Belohnung, wo man quasi mir ein Bild schicken kann oder sowas. Oder halt allgemein. Oder erstell mich so, wie du die, ich mir dich vorstelle oder sowas irgendwie mäßig. Wollte ich noch machen. Damit quasi dann zum Beispiel jemand in den Stream kommen kann, kann diese Belohnung dann droppen, wenn er genügend Punkte irgendwann mal hat. Und dann erstelle ich denjenigen dann in Sims und dann kann er da rumlaufen. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich nicht gut mit gewissen Sachen umgehen kann. Das heißt, am besten ist es natürlich immer noch, wenn ihr euch selber macht. Und dann sagt Marsa, ich habe mich selber gemacht und du kannst mich jetzt in deiner Welt platzieren. So wie Lisa, ne, zum Beispiel. Oder Alex hat ja auch ein paar gemacht. Aber ich fände es voll cool, wenn ihr alle in meiner Welt dann rumlaufen könntet. Und ansonsten, wenn jemand das Spiel nicht hat, dann und ich denjenigen kenne vom Aussehen her, dann könnte ich es natürlich so machen, dass ich den halt dann erstelle, so ungefähr, wie ich es hinbekomme. Ich werde es nicht übertrieben gut hinbekommen. Wenn es dann irgendwie heißt, so ja, ich will Make-up und so haben, dann bin ich sowieso irgendwie raus und versuche dann irgendwie was Schönes hinzubekommen. Ich gebe mir dann Mühe, aber ich verspreche nichts. Wenn man es schön haben will, dann muss man es notfalls selber machen. Aber vielleicht bekomme ich so hin, dass man es einigermaßen erkennt. Bei meinem Sim habe ich es ja auch irgendwie geschafft. Ich habe mal meine Schwester ja auch in Sims gemacht. Wobei ich bei meiner Schwester, als ich die erstellt habe, bin ich immer hin und her gelatscht, während sie da im Bett gechillt hatte. Bin ich immer hin und her gelatscht, habe ihr Gesicht angeguckt, habe es versucht mir zu merken und habe es dann versucht in Sims nachzustellen. Was gar nicht so einfach war. Und wieso habe ich diese Dinge jetzt nicht hinbekommen? Ich bin mal nett und haue eine Blood Party raus. Nice. Habe ich irgendeinen Charakter auf Prestige, wo ich auch raushauen könnte? Nee, ne? Wir müssen die neue noch prestigen. Oh, fuck my life. Die neue ist fast so wie eine Lorry irgendwie vom Aussehen her. Ohne Witz. Aber ja, das mit dem Sim erstellen würde ich gerne machen. Aber am besten, aber wie gesagt, am coolsten finde ich es, wenn ihr euch selber erstellt. Weil dann könnt ihr euch sozusagen ja so erstellen, wie ihr das gerne haben wollt. Weil wenn ich dann irgendwie was mache oder so, wird das echt kompliziert, glaube ich, für euch.
Aber das hatte ich auch schon mit Alina, also der lieben Buschfrau, hatte ich das auch schon drüber geredet. Die war ja auch vorhin da in Resistance. Ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist. Bin mir nicht sicher. Dass das irgendwie cool wäre. Aber wie gesagt, ich müsste halt dann, ja. Lori auf Crack. Denk an dein Cardio-Training. Es könnte sich als nützlich erweisen. Was ist ein Cardio-Training? Was ist denn ein Cardio? Ist das ein Musikinstrument? Was? Ich habe Fragen. Hi. Oh, wir haben eine echt tolle Map. Bin mir sicher, ich werde hier die Krone finden. Ja, moin. Ich habe Angst. Ich will nicht den Doktor spielen. Ist doch schrecklich. So. Oh, hi. Boah, ich habe heute echt irgendwie... Ich habe heute einfach ein Händchen für dieses Ding. Cardio ist Ausdauer. Laufband und so. Ach du Schande. Ja, Ausdauer habe ich nicht. Das habe ich auf dem Flohmarkt verkauft. Ausdauer hatte ich aber damals auch nicht, als ich sogar ein bisschen mehr sportlich mich betätigt hatte. Da habe ich dann trotzdem beim, keine Ahnung, wie groß ist so ein komisches Fußballfeld, wenn man es umrundet? In Sportunterricht mussten wir da immer laufen und ich bin immer derjenige gewesen, der dann kurz weg war, um zu kotzen. Ich habe im Sportunterricht in der... Wann war denn das? Das war 9., 10. Klasse, glaube ich sogar. Gar nicht so lange her. Da bin ich immer kurz ausgetreten aus dem Sportunterricht, kurz gekotzt und dann ging es wieder. Das hört sich hart an, aber es war so. Und dann meinte der Lehrer so, ja, das kann es ja nicht sein. Na, geh mal zum Arzt. Und der Arzt hat halt auch nichts Besonderes festgestellt. Außer, dass ich mich halt überanstrengt habe. Und wenn man sich überanstrengt, ist nicht so gut. Wenn man sich übers Limit hinaustreiben muss immer, wegen Sportunterricht. Weil Sportunterricht richtig gut und richtig... bestimmt nicht total scheiße ist für manche Schüler. Ja, wo ist denn der Typ? Hä? Und meiner Meinung nach ist die Sportunterricht eigentlich ja individuell an den Schüler anpassen sollte und nicht irgendwie dann so, ja, du musst jetzt Fußball spielen, ob du willst oder nicht. Ne? Fände ich eigentlich sinnvoller, aber naja, was will man machen? Ich bin immer gegangen, wenn die Lehrer nicht geguckt haben. Das ist auch gut. Ja, aber ja, das auch. Beziehungsweise irgendwann konnte ich auch gar nicht mehr laufen, dass ich so oder so gehen musste, auch wenn der Lehrer geguckt hat. Also, wie gesagt, bei mir... Sag mal, wo ist denn dieser Typ schon wieder? Oh, super. Sag mal, Alter. Das ist echt übertrieben gerade hier ein bisschen. Kannst du aufhören, mir nachzulaufen? Geh weg. Ich will nichts von dir. Alter, die läuft mir einfach nach. Ich habe Angst, dass sie den Killer dann herlockt. Immer diese Stalker. Sag mal, aber der Killer ist irgendwie nicht so erfolgreich, oder? Kann das irgendwie sein? Ich mach mal den Gender oben. Ich habe immer chillig gemacht und mit einer Freundin den letzten Platz belegt. Und dann, da sie durch ihr Gewicht... Schwierigkeiten hatte, war mir das egal. Wie gesagt, das ist genau das Problem, was du gerade auch sagst, wegen Gewicht zum Beispiel. Manche Leute können halt nicht so übertrieben gut sportlich sein. Und die versuchen dann ihr Bestes halt aber auch trotzdem. Weißt du? Und du bist halt trotzdem gezwungen, diesen komischen Wert, der irgendwo vom Durchschnitt oder so berechnet wurde oder whatever, beziehungsweise nicht mal Durchschnitt ist, irgendwie einzuhalten, um eine gute Note zu bekommen und so. Da zählt teilweise nicht die Mühe dahinter. Also wie gesagt, Sportunterricht ist Bullshit. Sport sollte den Leuten nicht als, wie soll man sagen, als Last und als du musst und so und du spielst jetzt das und das, ob du willst oder nicht vermittelt werden, sondern Sportunterricht sollte meiner Meinung nach einfach individuell sein. Jeder sollte auswählen dürfen, was er gerne für einen Sportunterricht hätte.
Also was ihm in Sport für eine Sportart gefällt, ob er, keine Ahnung, dann irgendwie gewissen Fokus auf Ausdauer legen will oder whatever. Und nicht einfach, du musst jetzt Fußball spielen und du musst jetzt das und das machen. Vor allem bei auch die Leute, die es dann gut können, zum Beispiel beim Fußball spielen, die nehmen überhaupt keine Rücksicht auf dich. Die scheißen da halt richtig drauf. Und dann, dann kicken die dir noch am besten schön gegen das Bein oder irgendwie so ein Müll. Und du traust dich auch gar nicht an den Fußball ranzugehen, weil die einmal so eine Wucht da drauf hauen, dass du dir denkst so, nein, nein, danke. Das ist überhaupt uncool. Einmal nur uncool. Sag mal, irgendwie ist der Doktor komisch. Und alle Sportlehrer, die ich hatte, waren mega dick, also nichts ging dagegen, aber hätte die Sachen, die wir machen mussten, auch nicht geschafft. Ja. Ja. Nee, das nicht. Das hatte ich tatsächlich nicht. So, wie sieht's bei Nepper aus? Gut, ich befürchte nicht, dass Nepper in Schwierigkeiten ist. Okay. Denn der Killer ist irgendwie sehr AFK gewesen, die Runde über. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Der hatte einen mega komischen High-Terror-Radius, aber war die ganze Runde nicht zu sehen. Ganz komisch. Aber wie gesagt, Sportunterricht ist... wird ganz falsch angegangen an Schulen. Hattest du Spaß? Naja, der Killer hat nichts gemacht, aber ich habe wenigstens meine komische Krone und meine Herausforderung, also naja. Ich habe einen D-Pip bekommen. Ich weiß gar nicht, mir ist es sowas von egal, ob ich einen D-Pip bekomme oder nicht, to be honest. Ist mir sowas von Schnuppe egal inzwischen. Oh Gott. Aber das ist nicht in einer Runde, oder? Nee. Das ist eigentlich cool. Töte einmal alle Überlebenden in einer Prüfung. Also einmal alle. Oh. Uff. Wir hatten auch mal einen ganz komischen Sportler. Das war so ganz creepy. Gott. Ne, wir hatten so einen Übertriebenen, der manche Leute nicht mochte und die dann voll beleidigt hatte und so. Der war mega streng und alles und ganz uncool irgendwie. Ich habe es irgendwie aber geschafft, dass er mich zum einem gewissen Teil mal mochte. Das Problem war, ich konnte dann was gut. Das Problem war dann, als ich halt dann gegen die wirklich guten Leute irgendwas machen musste, dann war ich halt auch wieder raus und habe schlecht gespielt. Aber der hatte Hoffnung in mich gesetzt gehabt, das weiß ich noch. Aber ich war halt nicht so gut, dass ich da, naja, ne, gegen die Guten angekommen wäre. Aber naja, Ich war froh, dass er nicht mich auf dem Kicker hatte. Da waren meistens andere irgendwie komischer. Aber ich mochte trotzdem viele Sportlehrer mochte ich nicht. Und ich wäre teilweise echt lieber, ganz ehrlich, manchmal wäre ich lieber zu den Mädchen einfach rübergegangen und hätte irgendwie bei Gymnastik oder sowas mitgemacht. Ganz ehrlich. So, okay. Dann würde ich jetzt sagen, ne? Weil, wie gesagt, wir haben eh nur noch 5 Minuten und so eine DVD-Runde dauert ja doch länger. Dann nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit und fange vielleicht früher an mit Sims. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Punkt 20 Uhr wird es werden. Oder kurz nach 20 Uhr. Machen wir dann weiter mit Sims. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich weiß noch nicht, wo wir genau weitermachen. Wir haben noch mich, wir haben noch Lisa. Nee, da, also da müssen wir auch ansehen, ne? Wir haben aber auch noch die Magier, wo ich auch ein bisschen weitermachen möchte. Zumindest ein bisschen. Immer so, wir haben 2 Story-Stränge, die ich gerne weitermachen möchte. Die Magier und meinen Sim. Die gefallen mir beide sehr gut. Also mal schauen. Zum Glück muss ich keinen normalen Unterricht mehr machen, beziehungsweise bin jetzt ganz aus der Schule raus. Ja, das glaube ich dir, Lisa. Ich bin auch froh, dass ich zum Beispiel so einen Müll wie Religionsunterricht weg habe. Jetzt nichts gegen Religion an sich, aber wir hatten so einen Lehrer, ne? Der hatte uns auch einen Film gezeigt, der mega wissenschaftlich auch irgendwie war. Und ich hatte es für einen Sekundenteil dann teilweise sogar geglaubt. Aber er hatte uns einen Film gezeigt mit Verschwörungstheorien, die er aber selber halt glaubt. Und ich mochte den Typen nicht. Und ich bin dann immer, gegen Ende bin ich dann immer krank geworden im, zum Schluss vom, wo quasi dann Religionsunterricht wurde, letzten 2 Stunden. Da ging es mir immer sehr schlecht, ne? Man versteht das, ne? Hatte ich irgendwie komisches Gefühl bei dem Lehrer und dann war mir so übel, dass ich dann häufig gegangen bin, ja. Also ganz komisch. Inzwischen bin ich ja auch ausgetreten. Und ich spare mir dadurch wahrscheinlich relativ gut Geld im Jahr dann. Oder auch pro Monat. Das kann ich dann für Sims DLCs ausgeben oder so.
So, Religion hatte ich in der Erzieherschule. Religion kann Spaß machen, wenn du einen Lehrer hast, der nicht so übertrieben ist, irgendwie. Also, ja, weiß ich nicht. Ich hatte immer fucking Lippenstift an den Arbeitsblättern. Was? Okay. Ich glaube, wir sollten später nochmal weiter über gewisse Themen reden, vielleicht. Mal schauen, ne? Aber das machen wir später. Ich gönne mir jetzt erstmal eine wunderschöne Pause. Ich hoffe, ihr habt soweit Geduld. Achso, raiden wir jetzt noch jemanden? Kurz irgendwie rüber? Was haben wir denn so im Angebot? Ich kenne da so jemanden, bei dem bin ich, glaube ich, noch nie rüber geradet. Und der hatte uns aber mal geradet. Und ich hasse Leute. Und ich will selber keiner davon sein. Beziehungsweise ich hasse sie nicht, aber ich finde es manchmal ein bisschen uncool, wenn man jemanden raidet und der irgendwie so gar kein Interesse dann danach zeigt. Der sagt zwar dann so, ja, danke, ne? Aber im Endeffekt ist dann so, ja, aber interessiert mich eigentlich nicht. Also da sind mir so Leute, die dann irgendwie so gegenseitig so ein bisschen, ne, einfach mal dann irgendwie bei mir dann auch irgendwie vorbeischauen würden oder so. Finde ich schon ganz cool. Soll ich noch grüßen? Ja, hi, Rumal. Rumal, wenn du Bock hast, um 20 Uhr geht's weiter, ne? So, ich gebe schon mal Raid ein. Wir raiden zum lieben Marius. Der ist auch, ne, wer Krimi kennt, wer die Buschfrau kennt, der gehört da so ein bisschen dazu sozusagen. Und spielt gerade Pummelparty. Ich glaube, das ist ein lustiges Spiel. Ich glaube, da kann man lachen. Könnte vielleicht witzig sein. Schauen wir mal rein, ne? Dann sage ich danke fürs dabei sein schon mal, falls ihr uns später in E-Mail sehen. Und dann viel Spaß bei der Pummelparty. Und wir sehen uns später bei Sims, ne? Let's go, Leute. Lasst schöne Hamstergrüße bei im Chat da, wenn ihr möchtet. So. Also dann, macht's gut und bis gleich dann sozusagen, ne? Wir sehen uns.